the desert, unchanged for millions of years, yet witness to a biblical prophecy come true that one day the meek shall inherit the earth. Willkommen zur 60. Ausgabe des Retro-Komfort-Video-Stammtisches. Heute spielen wir, wie man ja hier schon im Hintergrund erahnen kann, It Came From The Desert. Wir haben natürlich ein tolles Team, was heute die Ameisen jagen wird. Ich guck mal in die Übersicht. Wir haben den Danny dabei, den großen Ameisenjäger-Videospielkrieger. Naja, weniger. Also ich kann mal mir zur Seite greifen. Ich besitze das Original für den Amiga. Aber ich habe an das Spiel kaum noch Erinnerungen. Ich weiß zwar noch, worum es ging, aber dass ich das früher durchgezockt habe, kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und ja, ich habe das früher auch mal falsch ausgesprochen. Ich habe früher mal gesagt, It Came From The Desert. Bei Ingo hat keine Ameise eine Chance, oder? Ich habe heute ganz lange drauf gefiebert auf das Spiel. Ich habe mal extra heute noch freigenommen, weil ich musste das Spiel wieder mal spielen, weil das war eines meiner ersten Horrorspiele, die ich damals hatte. Und ich habe mich so gegruselt davor. Ich saß damals vor der Kiste und habe gezittert, Licht ausgemacht und dann die großen Ameisen gesehen. Das war ein Erlebnis, ja. Und das muss ich heute wieder erleben. Michael, du jagst täglich noch Ameisen und zeigst uns heute, was eine Hacke ist. Ja klar, also wenn ich aus dem Spiel 1 ganz gut kenne, dann ist es auf jeden Fall das Krankenhaus. Und ich erwarte, dass sich das heute auch nicht ändern wird. Nachdem ich sowieso nicht erwarte, dass ich da jetzt großartig weiterkomme heute in dem Spiel, dachte ich, dann bin ich wenigstens der Exot heute und spiele dafür die DOS-Version. Dann natürlich, wenn wir Ameisen jagen, brauchen wir unseren Retro-Chuck Norris. Die Ameisen zittern und fallen schon ehrfürchtig um, bevor sie erschossen werden. Manfred. Hallo beieinander. Und ja, ich habe es schon öfter mal durchgezockt, ja. Und mal schauen, ja, bis heute ist also, ich freue mich auf immer drauf. Wenn du es nicht schaffst, dann haben wir noch einen weiteren Trumpf in der Hinterhand. Unser Stefan, der Greco76, auch bekannt als der Ameisenjäger. Hallöchen. Ich habe mich auch sehr auf dieses Spiel gefreut. Habe ich in wohliger Erinnerung. Hab's genau einmal geschafft, durchzuspielen. Wie, weiß ich nicht mehr. Das ist halt auch schon, weiß ich nicht, 25 Jahre her oder so. Ich kenne das Krankenhaus auch sehr gut, ja. Das ist auch so eine der wenigen Situationen, an die ich mich noch erinnern kann. Ich befürchte aber, dass heute wieder so ein Jugendtraum kaputt gehen wird. Bei Arne gehen keine Jugendträume kaputt. Du findest ja wenigstens auch in jedem Spiel schöne Dinge. Und ich hoffe, du findest heute auch schöne Sachen. Hast du noch Erinnerungen an die Ameisen oder wird das eine Erstbegegnung? Ja, hallo. Ich fand das auch immer ganz toll. Ich war sowieso ein Fan von den ganzen Cinemaware-Spielen, weil die immer so tolle Grafik hatten. Ich erinnere mich noch an das Krankenhaus auch, dass man da irgendwie in so einem Rollstuhl versucht zu fliehen oder so, so ganz komisch, so komödienartig. Und ich erinnere mich auch noch irgendwie mit einem Flugzeug geflogen zu sein und dann immer so Ameisen zermatscht zu haben mit irgendwelchen Bomben. Und wir haben natürlich auch noch jemanden dabei, der sich immer entsprechend kleidet. Ich hatte gehofft, es wird ein Ganzkörper-Ameisen-Kostüm. Nein, ist es nicht ganz geworden, aber ich sehe in viele Augen und ein Teil davon ist Marcel. Hallo Amiga Master, hallo Marcel. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ganz passe ich ja nicht in die Webcam rein, aber dann dachte ich, strecke heute wenigstens mal die Fühler aus, ne, mit meinen Zusatzaugen, damit ich vielleicht so auch nach hinten gucken kann, was hinter mir abgeht, weil die Ameisen kommen ja von überall. Ich spiele heute die Amiga-Version, selbstverständlich, die beste, die es gibt. Es gibt, soweit ich mich erinnere, Zufallsereignisse, man hat nicht genügend Zeit. Und das höchste der Gefühle bei mir war mal, dass ich es bis ins Nest geschafft habe. Ich weiß aber gar nicht mehr wie. Und mehr werden wir heute bestimmt von Manfred erfahren, soweit ich mitbekommen habe, weil der steckt da wirklich tief drin. Das heißt, Manfred wird auch jetzt eine kurze Einweisung machen, wie das Spiel funktioniert. Oder wer ist dafür heute zuständig? Also ich kann schon sagen, also es ist so, die Spieldauer sind auf jeden Fall 15 Tage, egal ob man gewinnt oder verliert. Und es geht erstmal darum, dass man erstmal Beweise findet, dass man ja im Laufe des Spiels diesen Ausnahmezustand kriegt, dass man auf die Situation Map bei der Polizei zugreifen kann und dann quasi Polizei, Armee und so weiter auf der Karte verteilen kann, die dann unterstützend eingreifen. Und eben zum Schluss dann ins Nest rein und dann zur rechten Seite wieder rauskommen, bevor sie explodiert. Und also es wartet einiges an Arbeit, ja. Also ich habe jetzt gleich mal die, da kam so Answer the Door und jetzt habe ich die Tür, das angeklickt und jetzt kommt hier einer zur Tür. Soll man das machen? Ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Es ist jetzt erstmal wieder ein Adventure irgendwie, ne? Dieser Charakter, sag mal, der ist auch wichtig, der hilft das später im Spiel auch,
Ja, so um das Nest zu finden. Und das läuft in Echtzeit ab, weil jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich mit Biff reden will oder den hier über den Esel ausfragen. Wahrscheinlich ist das immer so, wenn ich jetzt eins selektiere, kann ich das andere nicht mehr machen, ne? Doch, das glaube geht schon. Ich, oder? Die Zeit, die zählt hauptsächlich auf der Karte, auf der Übersichtskarte, aber so kannst du Zeit lassen. Oder? Nee, auch währenddessen läuft die Zeit im Hintergrund weiter. Jede okay, Minute, also, jede Minute des Spiels ist eine Sekunde Echtzeit. Das ist cool. Das ist gemein, nämlich. Also ist das so, dass man praktisch das mehrmals spielen muss und so langsam raffen, wann so was passiert ungefähr so im Spiel ja, immer? Ja, das ist sehr extrem bei dem Spiel. Wann ist wer, wo und wann hat was geöffnet? Wann reise ich wohin? Weil die Reisezeiten, die werden auch berechnet. Also wenn ich von dem einen Ort zu dem anderen reisen möchte auf der Karte, dann dauert das entsprechend. Dann vergeht innerhalb des Spiels zum Beispiel eine ganze Stunde, die du verlierst. Und du musst auch schlafen, sonst schläfst du irgendwann einfach mittendrin ein. Vieles endet im Krankenhaus, wo du dann immer versuchen solltest zu flüchten, weil wenn du drin bleibst, verlierst du den Tag oder so lange, wie die Behandlung dauert. Und du hast 15 Tage Zeit. Schaffst du es nicht in der Zeit, die Ameisenkönigin zu töten, dann ist das Spiel Game Over. Wieso bin ich jetzt schon im Krankenhaus? Weil das in Echtzeit läuft, Danny, bist du vielleicht dann einfach eingeschlafen im Spiel, weil du ja lange weg warst. Oh, ich habe schon die erste Ameise. Was? Oh, Mann. Ich hab damals schon gehasst. Ja. Ich finde die schnuckelig. Jetzt ja. Wird's schwer. Mit zwei Fühler in Nahansicht. Ja, was soll ich sagen? Nee, das war's schon. Oh, du hattest Glück. Sie sind einfach nur entschwunden vor dir. Jetzt bin ich dran. Super. Oh, da freue ich mich schon drauf. Warte mal. Oh, das ist schon so lange her. Du hast nicht unbegrenzt Schuss, glaube ich. Unbegrenzt Schuss. Ja. Perfekt. Ha, ich sehr sie. Gut. Eine habe ich. Wahnsinn. Mit einem Schuss beide Fühler abgeschossen. Jetzt kommt jetzt irgendwie mit Granaten muss ich jetzt die angreifen. Hilfe, Hilfe. Ah, Hilfe, 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 weg, weg, nein. Scheibenkleister, jetzt hat sie mich. Oh. Das war gruselig. So, ich habe jetzt, ich glaube, Biff hieß er mal gesagt, er soll mir mal zeigen, wo er die Stücke her hat. Da sagt er ja hier oder da oder hier oder da oder vielleicht auch hier. Also eine richtige Hilfe ist er damit nicht. Wobei ich muss sagen, dass die Grafik in Defender of the Crown irgendwie besser war, weil die Pixelart finde ich nicht ganz so schön. Ach doch. Ich finde sie hier schöner. Auch ganz wundervoll. Bin ich wesentlich schöner, ja. Weil sie wesentlich detailreicher sind, ne? Also ich finde auch, das sieht schon toll aus hier alles. Ja, finde ich auch. Also die Musik finde ich einfach wahnsinnig gut, wenn man auf der Karte ist. Ja, die atmosphärische Musik, dieses dö, 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 genau. Dö, dö, dö. Ich habe einen Traum in Schwarz-Weiß. Ich bin eben schlafen gegangen. I must be dreaming. Nein, jetzt im Traum muss ich jetzt eine Ameise bekämpfen. In Schwarz-Weiß. Ach, das ist einfach toll bisher wieder. Ich schaff's, glaube ich. Ich schaff's. Nein, ich schaff's nicht. Oh, bin ich blöd. Das ist echt schwer. Oh, es ist so ruckelig. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Ich habe es vermasselt. Aber es ist ja nur ein Traum. Dann ist es ja eigentlich wahrscheinlich egal. So zur Übung sozusagen. Kommt die Nummer ganz nah. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Oh Gott. Oh, ja, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Ganz knapp hast du sie nicht erwischt. Und das mit einmal erschienen sie direkt vor mir. Oh. So, ich mache mal wieder Flugversuche. Ich habe mich gerade blamiert. Ich bin beim Rausfliegen am Pfeiler hängen geblieben. Bei mir ist jetzt eine Frau am nächsten Morgen, die meint, sie braucht Hilfe auf der Straße. Und sie ist auch so ziemlich zerfleddert. Solltest du das nachgehen? Du kannst mir ein Beweismittel sichern. Hier ist das Autowrack. Nein, ist das cool. Hier beim Auto habe ich jetzt das erste Beweisstück gefunden, organische Materie, die er jetzt ins Labor schicken will. Den bekommst du auch, wenn du wie Ingo eben die Ameisen erfolgreich verjagst und aus den Kadavern, die du da weggeballert dann hast mit den Handgranaten, kann er das nämlich auch extrahieren als Beweismittel. Ah, okay. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die nötigen Beweise zu finden. Ich habe jetzt gerade ein Beweismittel bekommen. Man kann da bei der Polizei nachfragen und die meinten, bei dem Auto war eine Kassette drin und auf der hört man einen komischen Sound. Und den kann man mal zum Labor mitnehmen.
Und noch was, der Mann, der mit dem Esel am Anfang, der hat auch noch so ein Gipsabdruck mitgebracht ins Labor von der Gegend der Mine. Auch ein Beweismittel. Ich mache mir hier schon Notizen, dass zum Beispiel die Frau, die im Radio, in der Radiostation arbeitet, bis um 18 Uhr Schicht hat und danach sie mich in der Kneipe treffen möchte, weil sie hat was für mich. Ach, es ist cool, wirklich. Ich spiele es und freue mich gerade richtig. Schaut mal, kennt ihr das hier? Halt cool, die Musik. Der Kampf, der ist aber doof hier irgendwie. Ja, diesen Kampf habe ich auch nie verstanden. Lässt du keine Energie, Ingo? Doch, warum? Doch. Denkst du jetzt wieder, ich cheate hier oder so? Sehe ich so aus, als ob ich cheaten würde? Kein Kommentar. Boah, Mann, was ist das hier? Das ist, der ist wirklich Mist hier, weil vor allem, der geht ja viel zu lange. Ich meine, du brauchst 200 Messerstiche, bis der umfällt. Das schön reinstechen. So. Oh, nee, jetzt gehe ich, was sterbe ich plötzlich hier? Was soll das denn jetzt hier? Jawohl. Plötzlich, der Energiebalken ist abgefallen, die Hälfte, und dann bin ich umgefallen. Ach du Scheiße. Wo muss ich denn hinflüchten? Du kannst versuchen, sie zu bekämpfen. Du musst sie töten. Und es kann sein, wenn du jetzt kämpfst, dass sie flüchten, die Ameisen, und du dadurch die Beweise bekommst. Hast du es geschafft, Michael? Hat er überlebt. Hast du eine Texteinblendung bekommen mit dem Beweis? Yep. Sehr schön. Ich muss gerade aus dem Krankenhaus fliehen. Oh Gott, ist das bescheuert. Es gibt noch was in Sachen Beweis mit. Ich bin jetzt gerade beim Flughafen. Oh Gottchen. Und hör, in dem Flugzeug ist so ein Tonaufnahmegerät. Da könnt ihr auch wieder einen Sound aufnehmen und als Beweismittel sichern. Ich werde mal schauen, ob das Nest schon länger offen bleibt. Okay, zu, hier geht es ziemlich zu, also. Hier ist das Nest, ja. Hier sieht man es. Oh, das Chicken Game, ey, das sieht auch ziemlich ultra hässlich aus. Ich glaube, ich bin jetzt gecrashed. Wahrscheinlich wache ich jetzt im Krankenhaus auf. Ja. Ah, herrlich, ja. Jetzt sehe ich auch mal das Krankenhaus. Hier, sie bewegt richtig den Mund und die Augenbrauen und zwinkert, das finde ich auch ganz toll. Also ich sehe nur das Krankenhaus irgendwie. Was passiert, wenn ich das Treatment hier akzeptiere? Du verlierst die ganze Zeit. Dann mache ich auch mal Escape. Deswegen, das wusste ich nämlich nicht mehr in meiner Erinnerung, warum man aus dem Krankenhaus immer fliehen will. Diese Krankenhaussequenz ist wirklich der Hammer. Man sieht hier auch, jede einzelne Toilette ist hier gezeichnet. Es ist herrlich. Er ist auf die blöde Idee gekommen, Safe Game hier ganz oben zu platzieren. Auf der Karte, wo man es kaum entdeckt. Wichtiger Hinweis. Gies hat mir gerade mitgeteilt, ihn interessiert, was bei der Mine los ist. Schaut mal hin. Und wenn er was findet, dann legt er aus Steinen eine Markierung hin, die man vom Flugzeug aus sieht. Und das wirkt sich wirklich aus. Hier liegt einer mit einem gebrochenen Bein, mit einem Gips. Ist das cool. Oh nein, sie hat mich. Mann, aber im Krankenhaus ist auch was los. Mann, oh Mann, wieso sind da so viele Leute? Übrigens, hier ist der Pfeil. Sieht man den Pfeil hier, den Gies gelegt hat. Hier ist der Pfeil. Ich muss auf 18 Uhr jetzt noch warten. Dann macht die Bar auf, dann kommt meine nächste Info. Sie wollte doch um 6 hier sein. Sie ist nicht da. Sie hat mich sitzen lassen. Ab einem gewissen Event kann man ja dann halt irgendwie so Militär und Polizei halt in der Stadt verteilen, zum Beschützen. Wenn er aus dem Zustand aktiv ist, genau. Ich mach die jetzt hier alle so ein bisschen als Futter und dann. Ingo, hast du mal auf das Datum geschaut? Ich bin, glaube ich, ganz weit. Warte mal, ich kann gerade. Du könntest schon zum Nest fliegen. Auf einmal das Krankenhaus, das sollen sie überrennen, weil dann komme ich nicht mehr ins Krankenhaus, das ist gut. Ach so, hast du den Flughafen beschützt? Ja. Dann schnappt der Flugzeug. Nee, ist das Detroit. Gut, dann musst du Fuß hingehen. Dann musst du die ganzen Minen durch. Das ist schlecht. Wo sind denn jetzt eigentlich die Soldaten und die Armee und alles?
Nein. Und der Schrei geht auch so richtig ins Mark, wenn der dann so brüllt. So. Also von der Atmosphäre ist es echt klasse, das muss man sagen. Also irgendwie passiert da nichts bei dem Spiel. Das ist irgendwie passiert auch nichts. Das ist so strunzenlangweilig, Alter. Du bist einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Alles ist leer und verlassen. Keiner sieht was, keiner hört was. Ja, es ist total beschissen. Also die Atmosphäre ist toll, der Sound ist toll, aber es gibt kein Spiel, verdammt nochmal. Ich renne jetzt hier seit einer halben Stunde rum und hier ist nix. Sag mal, also das ist ja, ey. Was ist das Lastbock? Ah, ich kann jetzt fliegen, ich kann fliegen. Jetzt passiert endlich was. Und gecrasht natürlich, ist auch wieder typisch. Also bei mir ist gerade der 9. Juni und da muss man zu dieser Cooks-Plattform. Da ist jemand, den man retten sollte. Genau, man sieht es hier. Ich habe gerade Game Over. Ich hätte gerne Game Over. Ich darf kämpfen. Nach einer fast dreiviertel Stunde. Ich hab's erledigt. Darf ich endlich wieder kämpfen? Naja, jetzt hat sie mich. Willkommen im Krankenhaus, Danny. Lange nicht da gewesen. kam ich ja gerade her. Die haben das Namensschild am Zimmer schon gar nicht mehr geändert. Die sagen sich, ach, der kommt, der ist eh wieder da. Gib ihm 3 Stunden, ist er wieder da. Except Treatment, ich hab keinen Bock mehr im Krankenhaus rumzurennen. Jetzt ist schon der 11. und ich hab irgendwie immer noch keine Beweise. Okay, jetzt glaubt der Bürgermeister auch daran, weil sie dem das Auto weggegessen haben. Übrigens, ihr habt den Messerkampf geschafft. Ja, ich habe ihn auch eben geschafft. Das endet sie ganz gut aus, wenn er da so blutig liegt. Okay. Ja, das stimmt, das sah dann wieder ganz nett aus. Ich bin jetzt genau da, was Manfred meinte. Ich habe den Doktor gerettet, weil ich die Ameise erledigt habe. Und jetzt kann ich Granaten auf Ameisen schmeißen. Warum habe ich Granaten dabei? Der Doktor ist nicht gerettet. Erst bin ich Ameisen. Ah, da hatte nicht jeder gute Amerikaner Granaten dabei? Wahrscheinlich immer im Gürtel so ein paar. Ah, verstehe. Jetzt muss ich das also schaffen. Ah, das ist auch wieder ganz spaßig. Wobei ich das als Kind viel gruseliger fand, jetzt ehrlich gesagt. Es hat gereicht, dass du dich einmal erschreckt hast heute. Also ich habe verloren. Das Bild sieht dann so aus. Das werden wir bestimmt noch häufiger sehen. Aber es sieht cool aus, finde ich persönlich. Also wirklich B-Movie. Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Jetzt bist du auch gar nicht so unglücklich darüber. Der hat geladen. Oh, Krankenhaus. Oh, nein. Ey, Alter, also so ein Drecksspiel, ey. Tut mir leid, Leute. Nee. Nein. Mit dem Krankenhaus muss man sich anfreunden. Ich bin jetzt am 11. Juni, mal schauen. Jetzt ist Nest offen, also ich versuch's nochmal. Prima, dann sind wir gleich zu Ende. Da ist das Nest. Ja, mach. Dann hier kannst du mich sagen. Ich bin durch. Stirb! Jetzt stirb! Ich treff dich nicht! Das ist halt auch so eine Sache, das ist halt echt so viel Glücks. Ah, Glück gehabt. Das ist Können. Das ist reiner Zufall. Nee, das ist kein Können. Ah! Warum? Guck mal hier, ich bin jetzt wieder im Chicken Game und wenn man das einmal kann, ist es total einfach. Ja, man fährt ein bisschen in die Mitte und dann scheiße. Ja. Fährt man, ja genau. Macht ihr schon Fazit oder diskutiert ihr einfach so? Das wollte ich jetzt auch gerade fragen, das klingt schon fast wie ein Fazit. Ja, können wir das Fazit gerne machen, weil ich schaff's nicht mehr durch heute. Aber ich habe auch noch was zu sagen. Manfred, wie ist es bei dir? Du schaffst es durch. Ich versuch's, also ich kann es nicht garantieren, aber zur Not starte ich nochmal neu, was soll's. Das klingt nicht nach einem Fazit. Ich bin am Tag 12 und abgeschlossen. Wunderbar. Perfekt. Schon wieder? Du hast es aber mit den Steinen. Ich habe mich blamiert. Ich bin direkt in die Arme reingeflogen. Wunderbar. Das ist schlecht.
Ja, Manfred, jetzt gib doch mal Gas. Ich bemühe mich. Oh, da geht's ganz schön zu hier. Und da soll ich landen, das wird lustig. Ich bin schon wieder in die Ameise reingestürzt, ich glaub's nicht. Ja, er freut mich, muss gleich, da ist alles voll, ich muss da landen. Aber da geht's zu. So, 15. Juni. Also jetzt kommt's drauf an, ob ich's schaffe. So, 15. Juni, ich versuch's nochmal hier. Das bin schon wieder so scheiß Krankenhaus. Oh, das ist aber zu weit zum Laufen, aber ich konnte landen. Mal schauen, ob ich es zum Nest schaffe. Jetzt kommt's drauf. Gut, jetzt kommt's drauf an, ob ich es zum Nest schaffe. Da ist der Pfeil. Oh, gemerkt, letzter Tag. So, irgendwie ist das Nest. Na, da ist das Nest, genau. Und es bleibt doch offen. Ah, jetzt wieder zu. Mist. Na, mal rauf, komm. Und ab ins Nest jetzt. Hier, das ist das Nest. Boah, da geht's ja ganz schön zu hier. Die Simulation heute etwas schneller, sehe ich gerade. Den Weg müsst ihr ja nur wissen. Da bin ich falsch, das ist die Futterkammer. Wunderbar, da muss ich wieder raus. Ich bin falsch gelaufen, Tatsache. Hier geht's zur zweiten Stufe, zweiten Ebene vom Nest. Hier geht's runter. Ich mach mir auf den Weg zur Königin, gell? Cool. Na raus. Das ist schnell. Uah. Irgendwie läuft die Emulation halt etwas schnell, stelle ich gerade fest hier. Ist auch irgendwie voll bekloppt ist, wenn man mit dem Menschen von der, wie heißt die Zeitung hier nochmal, Lizard Breath Star geredet hat und gerade sich verabredet hat, da geht man raus und geht wieder rein. Da ist die Königin. Hier ist die Königin. Mach sie platt. Man geht durch und dann zählt der Timer. Da muss man raus. Aber nur eine Stufe, dann haben wir gewonnen. Timer zählt schon. Und die Königin tut halt, die tut aber nichts. Man rennt einfach durch, dann fängt der Timer an. Ich weiß, es gibt eine Karte im Nest, übers Nest, aber wie gesagt, ich habe die Karte nie. Oh, schau mal, hier geht's gut zu. Jawohl. Das war die Sackgasse, toll. Und der Timer zählt schon ganz schön schnell, muss ich sagen. Also, das wird unpraktisch, das wird verdammt knapp hier. Wow. Ich sehe den Timer gar nicht irgendwie. Nee, die zählt nicht. Du hörst mir ein Zicken. Das immer schneller wird. Schon verdammt schnell hier. Lauf, lauf, lauf. Jawohl. Okay. Und schon ins Nest in Luft geflogen. Ich hab's durchgezockt. War schon ganz schön knapp vom Timer her. Ja, so schaut's aus. Das gute Ende. Es kann ein durchaus stressendes Programm, also. Ja, schön. Sollen wir das Fazit machen? Dann gehen wir doch mal einfach mal alle durch. Also wie gesagt, mir gefällt's nach wie vor und ich werde es auch immer wieder gern zocken. Also für mich, wenn wir sagen, Spaß. Jetzt haben wir nichts verloren, also taugt man wie und je. Ja, also da mache ich jetzt mal gerade. Mir hat es eigentlich auch sehr gut gefallen. Ich finde das recht abwechslungsreich. Allerdings muss man das halt wirklich ernsthaft spielen. Das heißt, am besten mal versuchen, die Story zu verfolgen. Zu den richtigen Zeitpunkten muss man halt bei den richtigen Locations sein.
dann halt immer, wenn man was erfolgreich geschafft hat, abspeichern. Ansonsten direkt auf Anhieb das Spiel einmal durchzuschaffen, finde ich halt doch sehr schwer. Ich hätte aber trotzdem mal Lust, das nochmal richtig ernsthaft zu spielen, braucht aber wahrscheinlich doch dann noch ein bisschen mehr als jetzt. Also ich kann ja auch eben sagen, ich bin jetzt doch sehr, sehr enttäuscht. Also mein Kindheits, wie soll man sagen, meine Erinnerung an die Kindheit, dass das so ein tolles Spiel ist, ist jetzt völlig zerstört, weil die erste Szene mit diesem Esel, der da so gespenstisch dann nochmal irgendwie so wartet am Fenster, weil er merkt, dass mit den Meteoriten irgendwas nicht stimmt und den Meteoriten, den man dann auch so untersuchen kann und dann sich entscheiden kann, was mache ich mit dem, danach geht gar nichts mehr. Dann kann man immer nur noch Leute vor Hintergründen sehen, die irgendwie labern. Man hat überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwas an Aktionen zu machen, außer eben an der richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und die Minispiele hatte ich auch viel besser in Erinnerung. Die finde ich jetzt auch total eigentlich Panne. Also ich bin enttäuscht. Ich verstehe es absolut. Ich bin auch relativ ernüchtert. Ich kenne auch die Amiga-Version aus der Kindheit. Eingelegt, geiles Intro, Sprachausgabe, fetzt eh schon. Ja. Dann gleich die erste Szene, machst die Tür auf, hast den Esel und du hast von Anfang an eine dichte Atmosphäre. Dann erinnere ich mich, dass ich im Krankenhaus war, dann war ich wieder im Krankenhaus, dann war ich wieder im Krankenhaus, dann war es mir zu blöd. Jetzt habe ich heute mal eine längere Strecke ohne Krankenhaus überstanden und bin ernüchtert. So wie du sagst, es sind einfach Hintergründe mit Leuten, die labern. Und gelegentlich hast du dann Action-Sequenzen, wo du mit Glück auf Ameisen schießen musst. Ich habe es ja schon während des Spielens erwähnt, mir fehlt das Feedback. Mir fehlt, was muss ich machen, das kann ich aus den Dialogen rauslesen, aber irgendwie fehlt da halt was. Es fehlt mir auch irgendwie so eine Art Inventar. Dann, was ich total blöde finde, das Spiel will, dass ich zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten bin, aber ich zeigt mir die Uhrzeit nur in der Karte an. Das finde ich halt alles irgendwie so ein bisschen blöde gemacht. Und die Minispiele, die empfinde ich als nervig. Also mir fehlt bei dem Spiel wirklich das Spiel. Mein Fazit ist, ich finde das Spiel immer noch toll. Das mag jetzt garantiert auch daran liegen, dass ich es ewig nicht gespielt habe und absolut nicht mehr weiß, wann ich was zu tun habe, wann ich wie wo sein muss. Und früher war das halt so, das Lied der Spielzeitstreckung. Du solltest immer wieder und wieder und wieder spielen, um rauszufinden, wann du was machen musst. Das, was mich ein bisschen halt nervt hier, ist, dass man nicht vernünftig laden kann. Ja, die Minispiele nerven. Früher wie heute, die sind jetzt nicht wirklich toll umgesetzt, aber das ganze andere drumherum finde ich echt toll. Finde ich heute noch toll gemacht. Ich mag's. Also ich sehe die Minuspunkte, kann sie nicht immer nachvollziehen. Also ein Inventory ergibt sich gar keinen Sinn und im Bildschirm rumklicken, es ist kein Monkey Island. Groschenroman, hat vorhin einer gesagt, das trifft tatsächlich perfekt. Also ich selber wäre gar nicht auf die Idee gekommen, so zu beschreiben, aber das ist es. Die Atmosphäre ist gigantisch, die Minispiele nerven zum Teil tierisch. Ich sehe es einfach als Kind seiner Zeit und ich finde, wir haben donnerstags hier echt schon Schlechteres gespielt. Also Alien Breed ist bei mir immer noch ungeschlagen in Sachen Enttäuschung. Schade, dass keiner TurboGrafx sich getraut hat zu spielen, weil das wäre nochmal der richtige Absturz. Stefan, ja? Was hast du denn für uns? Ist das, was ich vermute? Ja, das ist die Version. Die man nicht wiedererkennt, sie so anders aussieht. Unfassbar schön sieht's aus, in, weiß nicht, gefühlt 4 Farben. Oh Gott, was ist denn das? Du Scheiße. Das sieht fürchterlich, also das ist nicht vergleichbar. Das ist ein ganz anderes Spiel, wirklich. Ich habe es auf der Original-PC-Engine gespielt oder versucht zu spielen. Das hat keinen Spaß gemacht. Und die Ladezeiten, ach, fürchterlich. Ich weiß auch gar nicht, also was die Story ist. Da schießt ein alter Mann auf ein Auto. Viel weiter als jetzt bin ich gar nicht gekommen. Man erkennt ja auch nichts. Oh, doch, da, schaut mal, was da. Was ist denn jetzt los? Hast du das gesehen? Bis jetzt konnte ich noch gar nichts auswählen. Ah, jetzt kann ich hier anscheinend aussuchen, wo ich hin will. Oh, schaut mal. Oh, kleine Action-Einlage. Du Scheiße. Was ist das? Und wer ist er hier, ein Zombie? Der sieht gut aus, ne? Also die Technik ist brillant. Für die Garda. Jetzt konnte ich auch nicht viel machen. Als Live-Panel. Was macht er denn jetzt? Oh. Das sieht aus, versucht dich gleich zu erschießen. Hat schon mal jemand von dem Film gesprochen, den es auch gibt? Vielleicht auch an die Zuschauer, wenn ihr ein bisschen It Came From The Desert Feeling erleben wollt, guckt euch mal den Film an aus, ich weiß nicht von wann der ist, 2017, 2014. Ich habe den gestern geguckt, Marcel, oder vorgestern. Ich habe mir den gekauft. Und ich finde den ehrlich gesagt gut. Amiga fragt mich, genau, wie der Film heißt. Ja, It Came From The Desert. Ich hatte da mehr Spaß, als beim Testen das Spiel zu spielen. Aber ja.
Ja, es ist besser als das Spiel. Nein. Wir haben verschiedene Meinungen hier. Wir haben so gespaltene Meinung gerade. Stefan hat wieder Vater Abraham im Bild. Ja, er erzählt irgendwas. Es läuft Minuten. Das ist immer noch das Intro. Nee, ich kann immer wieder mal auswählen, wo ich jetzt hingehen will. Und dann läuft wieder minutenlang ein Film ab. Ich kann bis jetzt nicht viel machen. Ist das schlecht, ey. Ja, wenn wir noch ein bisschen weitermachen, hat Manfred das Spiel vielleicht das zweite Mal. Ja, aber ich auch gerade sagen. Keine Ahnung. Oh, schaut mal da. Da passiert was. Ach, du grüne Neune. Ein Spiel, ein echtes Spiel. Das sieht aus wie auf dem Amiga. Also sogar. Samstag was mache ich jetzt hier? Ja gut, und wie lange mache ich das jetzt hier? Und warum? Mann, das ist ja richtig viel los. Eine Ameise, parallel gleichzeitig auf dem Bildschirm. Und er rennt richtig. Low Forest. Achso, du musst einfach nur wegrennen. Das war's. Oh, ich kann jetzt ins Labor. Und das hier ist dann die Mega Drive-Version. Ja. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Die habe ich auch, genauso weit bin ich auch gekommen. Was ist denn das für ein Kack? Oh nee, Leute. Kommt die Ameise nochmal raus, oder? Nö. Continue Game. Nö. Mann. Na, guck mal, die Amiga-Version hast du länger ausgehalten. Richtig. Stimmt. Tolles Spiel! Ich hab's sogar ins Original! Nein, zeig ich mal! Wirklich? Ich bin durch. Das war jetzt. Also, so fies ist das. Das ist echt fies. Ich denke mal, dass das Manfred. Das ist ja auch Manfred. Alle schon auf Manfred. Ja, danke an euch. Wir warten noch auch irgendwann auf ein neues Video von Stefan mit einem spannenden Film über Ameisen. Und ja, ich hoffe nicht, dass jetzt wirklich jemand den zweiten Teil vorgeschlagen hat. Das werde ich ja sehen. Und dann lassen wir uns überraschen. Danke an euch, danke an die Zuschauer und ja, bis gleich, bis demnächst, wann auch immer ihr wieder mit dabei seid. Aber habt ihr auch so komische Geräusche bei euch gerade gehört? Moment.